Hallo, ich bin Steffi von Tomatenzauber und heute möchte ich euch zeigen, wie ich mit ein paar Tipps und Tricks meinen Erntezeitraum von Tomaten verlängern kann. Und ja, normalerweise beginnt die Tomatensaison ja erst im Juli und endet bereits im Herbst. Und man hat also nur wenige Monate, in denen man sonnengereifte Tomaten aus dem eigenen Garten zur Verfügung hat. Und ja, in den letzten Jahren habe ich viel experimentiert und versucht, die Tomatensaison etwas zu verlängern. Und ja, die Tipps möchte ich jetzt heute an euch weitergeben. Also bleibt gerne dran. Kommen wir zu Tipp Nummer 1, die Ernte durch Microdwarf-Tomaten zu verfrühen. Das mache ich jetzt schon seit 3 Jahren und das funktioniert wirklich super. Also ich sehe im Januar dann die ersten Zwergtomaten. Das kann man unter Kunstlicht machen, aber es reicht auch ein heller, kühler Standort an der Fensterbank, weil Microdwarf-Tomaten, also Zwergtomaten, sehr kompakt wachsen. Und damit meine ich die Sorten, die auch nur 30 cm hoch werden. Und ja, die kommen dann super mit kleinen Töpfen zurecht. Manche nehmen nur 3-Liter-Töpfe. Ich nehme da schon so mindestens 5-Liter-Töpfe. Und ja, die Zwergtomaten, die finden dann auch auf jeder Fensterbank Platz. Und ja, hier seht ihr zum Beispiel meine aktuellen Pflanzen aus dem Wintergarten. Die habe ich auch wieder im Januar vorgezogen. Und ja, die haben einen schönen kompakten Wuchs. Die ersten Blüten sind schon zu sehen. Die ersten kleinen Früchte haben sich angesetzt. Und ja, ich vermute, dass wir tatsächlich schon so um den 20. Mai herum die ersten reifen Tomaten ernten können. Ich habe dieses Jahr die Sorte Boca bei mir aus dem Shop ausgewählt. Das ist eine gelbfarbige Zwergtomate und ich habe die Ampeltomate himbeerfarbige ausprobiert. Die wird etwas ausladender vom Wuchs, also ist eher eine Ampeltomate. Und ja, eine Neuheit aus der USA habe ich mir noch ausgesucht, die Golden Hour. Das ist eine, ja, auf die bin ich schon sehr gespannt. Die hat ein bisschen Antocyan, auch gelbe, längliche Früchte. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und auch hier haben wir schon die ersten kleinen Früchte angesetzt. Zwergtomaten haben dann auch natürlich den Vorteil, dass sie sehr viel früher abreifen als normale Stabtomaten. Das heißt, wenn man jetzt einmal eine Stabtomate und einmal eine Zwergtomate aussehen würde, dann würde die Zwergtomate sehr viel früher Früchte ansetzen als die Stabtomate. Das ist auch noch ein weiterer Vorteil von den sehr niedrigen Sorten, weil die natürlich durch den kompakten Wuchs sehr schnell fertig sind. Also sie sind sehr schnell ausgewachsen, die haben Blätter, die haben ihre Endhöhe erreicht und können dann dementsprechend auch früher anfangen, Früchte anzusetzen. Bei Stabtomaten gibt es natürlich auch frühe und späte Sorten, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, aber die brauchen in der Regel etwas länger. Zwergtomaten finde ich übrigens auch immer so total dekorativ, diese kleinen, buschigen, kompakten Pflanzen. Und wenn dann die ersten reifen Früchte da leuchtend dranhängen, also ich finde die wirklich toll, im Wintergarten stehen zu haben oder auch auf der Terrasse. Bei den Zwergtomaten muss man dann auch nochmal unterscheiden zwischen den richtig kompakt wachsenden Microdwarf-Tomaten. Das sind die, die auch wirklich nur so 30 cm hoch werden und ja auch gar nicht so ausladend wachsen. Dazu zählt zum Beispiel die Boca oder die Aztek. Und ja, dann gibt es auch noch die Ampeltomaten oder die etwas ausladend wachsenden Zwergtomaten, wie zum Beispiel die Himbeerrose oder auch die Fuzzi-Wuzzi gehört dazu. Und dann gibt es auch noch die Dwarf-Tomaten aus dem Tomato Dwarf Project. Das sind etwas stämmiger wachsende Tomaten, die auch so halb hoch werden, also so eine Wuchshöhe von 1 Meter, 1,20 maximal. Und ja, wenn ihr euch fragt, welche Töpfe ich hier verwendet habe für meine Microdwarf-Tomaten, das ist ein kleiner Geheimtipp, den ich mal bekommen habe. Ihr kennt das ja bestimmt, im Discounter an der Kasse stehen öfters Tulpen oder Rosen, also Schnittblumen, die man kaufen kann. Und das sind die Töpfe, in denen die Blumen stehen. Und man kann da echt im Laden nachfragen und sich stapelweise diese Töpfe gratis mitnehmen. Bei mir im Shop könnt ihr übrigens auch nach Zwerg- und Buschtomaten filtern. Also probiert es gerne mal aus, da findet ihr dann auch direkt die geeigneten Sorten. Kommen wir zu Tipp Nummer 2, frühreifende Sorten wählen.
Also wer sehr frühreifende Sorten anbaut, der kann natürlich dementsprechend den Erntezeitraum etwas nach vorne ziehen und dann natürlich auch verlängern. Und ja, bei mir im Shop könnt ihr übrigens auch nach frühreifenden Sorten filtern. Dann werden euch direkt die passenden Sorten angezeigt. Und ja, neben den frühreifenden Sorten ist natürlich auch wichtig, einen guten Standort zu wählen. Also wer seine Tomaten an einem optimalen, sonnigen, warmen Standort pflanzt, der kann natürlich auch früher ernten, als wenn man die Pflanzen jetzt schattig und kühl setzt. Also das macht auch noch mal viel aus. Kommen wir zu Tipp Nummer 3, resistente Sorten wählen. Jetzt geht es darum, den Erntezeitraum nach hinten raus zu verlängern. Wer also freilandtaugliche, braunfäule, resistente Sorten wählt, der hat gute Chancen, bis in den späten Herbst hinein noch eigene Früchte, eigene Tomaten aus dem Garten ernten zu können. Und ja, ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal rein, da stelle ich ganz viele Sorten vor, die robust und resistent sind. Und ja, bei mir im Shop könnt ihr übrigens auch Filter setzen und dementsprechend die richtigen Sorten finden. Und ja, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ich werde jetzt bei mir auch tatsächlich jedes Jahr einige sehr resistente Sorten anbauen, weil es doch toll ist, bis in den späten Herbst hinein noch gesunde Pflanzen in den Beeten stehen zu haben. Und man weiß ja nie, wie das Wetter wird. Das haben wir 2021 gesehen, wo ja in sehr, sehr vielen Gärten die Tomatenernte schon im Hochsommer vorbei war. Und ja, hier seht ihr ein paar Beispiele für braunfäule tolerante Sorten. Tipp Nummer 4, lagerfähige Sorten wählen. Ich persönlich finde es immer ganz praktisch, einige lagerfähige Sorten mit im Anbau zu haben. Das sind Sorten, die nach der Ernte nicht sofort gegessen werden müssen, sondern die man auch gut auf einem Teller bei Raumtemperatur einige Tage, manchmal sogar Wochen stehen lassen kann und je nach Bedarf dann sich daran bedienen kann. Und ja, gerade im Herbst finde ich das persönlich immer ganz praktisch. Man hat ja auch die Möglichkeit, Tomaten nachreifen zu lassen. Und wenn man dann einige Sorten hat, die dann auch was länger liegen bleiben können, dann hat man zum Teil bis in den späten Herbst, Winter hinein noch eigene Tomaten und braucht nicht in den Supermarkt gehen. Und ja, dazu zählen zum Beispiel die Sorten Pantelli oder Donatellina, eine Datteltomate. Die sind sehr lagerfähig und was ich letztes Jahr im Anbau hatte, das war die Goldiana. Die gibt es auch bei mir im Shop, die fand ich super. Die hat ganz knackige, orange leuchtende Früchte und die hat sich auch erstaunlich lange bis in den späten Herbst hinein gehalten und die war auch geschmacklich super. Kommen wir zum fünften und letzten Tipp, Wintertomaten im Topf anbauen. Hier sind wir wieder bei den Zwergtomaten vom Anfang gelandet. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, im Spätsommer, im Juli oder im August noch einmal Zwergtomaten auszusäen und diese dann im Herbst, wenn es kalt und nass und ungemütlich wird, mitsamt Topf reinzuholen und auf die Fensterbank zu stellen. Und ja, mit etwas Glück hat man dann im Winter, im Dezember, im Januar dann schon eine erste Ernte von der Fensterbank. Die Früchte sind natürlich geschmacklich nicht zu vergleichen mit denen aus dem Sommer, aber ich denke, dass die alle mal besser sind als die Supermarkttomaten. Und ja, probiert es gerne mal aus. Wie ihr gesehen habt, kann man mit ein paar Tipps und Tricks tatsächlich die Tomatenernte um einige Monate verlängern. Und ja, mit etwas Planung dahinter schafft man es dann doch, sich vielleicht sogar rund ums Jahr mit Tomaten selbst zu versorgen. Man kann natürlich auch die überschüssige Ernte aus dem Sommer haltbar machen, indem man zum Beispiel Cocktailtomaten einfriert oder Soße einkocht. Aber mir ging es jetzt einfach um die Beispiele, dass man tatsächlich frische Tomaten, die man im Salat oder zum Snacken verwenden kann, ja, auch etwas länger ernten kann als nur von Juli bis Oktober. Und ja, wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und ansonsten wünsche ich euch noch wunderschöne Ostertage und sage bis zum nächsten Video.